Meine lieben Freunde der Nacht, seid ihr bereit für den Extreme Overnight? 48 Stunden werden wir live aus einem Lost Place streamen, aus einem verlassenen Herrenhaus, um genau zu sein. Und ich habe euch ja schon die Bedingungen genannt. Morgen geht das Ganze los, Freitag ab 16 Uhr auf meinem Twitch-Kanal Leon TV Horror, ja. Es werden 6 Teilnehmer inklusive mir und noch einer Wildcard sich diversen Challenges und ihren Ängsten stellen. Es wird also ein Wochenende voller Abenteuer und auch das größte Projekt, was es so bisher auf meinem Kanal gibt. Gegeben hat. Wir hatten ja letztes Jahr die 48 Stunden Katakomben und dort habe ich ja schon einiges vorher verraten und ich habe mir dieses Mal überlegt, möchte ich wirklich die Informationen begrenzt halten, damit es für euch genauso eine Überraschung wie für uns Teilnehmer sein wird, was es letztlich tatsächlich an Challenges gibt. Denn es ist wirklich so, dass die gesamte Planung, was den Ablauf angeht, Lea übernommen hat und dementsprechend ist sie praktisch die Hauptorganisatorin, damit ich natürlich den anderen Teilnehmern gegenüber auch keinen Vorteil habe. Das heißt, auch ich werde komplett genau wie ihr ins kalte Wasser geworfen. Ich habe euch ja schon gesagt, es wird nicht nur die Teilnehmer geben, sondern auch Spezialgäste, die hier und da in den Stream hereinkommen werden. Da kann ich euch auf jeden Fall schon sagen, dass wir beispielsweise die gute Minky eingeplant haben für eine paranormale Untersuchung. Minky ist wahrscheinlich das bekannteste Medium aus Deutschland, schon in sämtlichen TV-Shows gewesen und sie wird uns am Samstag für die paranormale Untersuchung besuchen kommen. Am Sonntag beispielsweise haben wir ein echten Hypnotiseur da, der mit uns eine Live-Hypnose durchführen wird. Das allerdings sind nur 2 Beispiele von ganz vielen Programmpunkten, die geplant sind. Jetzt aber zu den Teilnehmern. Teilnehmer Nummer 1. Eine Person, die ihr alle zu 100% kennen werdet. Hubi, besser bekannt als Hubi der Riese. Unser Beschützer, Aufpasser und der Typ, der garantiert für jeden Spaß zu haben ist. Ich bin's, der neue Mitbewohner. Egal, ob in den düsteren Katakomben, also langsam wollt ihr mal den Weg finden, ansonsten raste ich euch aus. Oder in bisher sämtlichen Livestreams, Hubi ist aus unserem Team gar nicht mehr wegzudenken. Man munkelt, er sei als Kind wie Obelix in ein Fass gefallen. Aber statt Zaubertrank war es wahrscheinlich Holy Energy. Mit ihm an unserer Seite fühlen wir uns sicher und immer bestens unterhalten. Doch schaffen wir es innerhalb dieser 48 Stunden auch Hubi an seine Grenzen zu bringen? Ja, wer hätte es gedacht, die einen oder anderen haben es natürlich auch schon geahnt. Natürlich, mittlerweile gibt es einfach kein Projekt mehr ohne Hubi den Riesen. Ganz, ganz klare Nummer. Tatsächlich hat man ja in den Katakomben letztes Jahr gemerkt, dass Hubi auch anders kann im Ernstfall. Und ich bin gespannt, ob wir es auch dieses Mal wieder schaffen, ihn an seine Grenzen zu bringen. Das Ganze könnte nämlich durchaus an der einen oder anderen Stelle etwas brenzlig werden. Das werden wir dann alles noch beim Extreme Overnight sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Teilnehmer oder sollte ich eher sagen Teilnehmerin Nummer 2. Und hier haben wir Just Abby, das nette Mädchen von nebenan mit einer Vorliebe für Haunted Dolls. Ihre Sammlung von Puppen mit unheimlicher Vergangenheit sorgt für Gänsehaut, aber Abby bleibt dabei stets entspannt. Ihre Haarfarbe ändert sich außerdem öfter, als ich Werbung für Holy mache und das heißt schon was. Selbst Dämonen können ihr nichts anhaben, aber wehe, es kreuzt eine harmlose Spinne oder Motte ihren Weg beim Extreme Overnight. Ich hasse euch. Wird Abby ihre Nerven bewahren oder sind es am Ende doch die kleinen Krabbler, die sie das Fürchten lernen? Ja, und somit haben wir das Team der England-Tour komplett. Natürlich werden mich Abby und Hubi bei dem Extreme Overnight begleiten. Ich glaube, auch Abby wird eine riesige Bereicherung für uns vor Ort sein, gerade wenn es darum geht, sich unseren Ängsten zu stellen oder eben diese paranormalen Untersuchungen durchzuführen. Und ich könnte mir keine bessere Person als Abby dafür vorstellen. Aber das soll natürlich noch nicht alles gewesen sein. Bühne auf für den nächsten Teilnehmer. Jetzt kommt Unknown Explorer Luca, der jüngste und motivierteste in der Runde, für jeden Spaß zu haben und bei jeder Challenge ganz vorne mit dabei. Seine Lost Place Abenteuer sind legendär, denn Luca zieht das Verrückte irgendwie magisch an. Doch bei allem, was er schon erlebt hat, bleibt die Frage, hat er jemals so etwas Abgedrehtes wie den Extreme Overnight erlebt? Ich glaube, Luca ist jemand, damit haben wahrscheinlich die wenigsten von euch gerechnet. Dieses Jahr hatte ich ja bereits die Berlin-Tour mit dem guten Luca gemacht.
wo wir dann auch Minky besucht haben und zusammen mit ihr eine paranormale Untersuchung durchgeführt haben. Das Ganze ist extremst gut bei euch angekommen und ihr habt euch gewünscht, unbedingt öfter mal mit Luca loszuziehen. Auch beim Winterbiwak-Livestream von Felix und Paul war ja Luca immer dabei und war immer derjenige, der für Stimmung gesorgt hat und auf alles Bock hatte. Und genau deswegen darf natürlich auch Luca bei dem Extreme Overnight nicht fehlen und ich freue mich schon unglaublich auf ihn. Ich würde sagen, wir haben noch einen weiteren Teilnehmer und deswegen Bühne auf für folgende Person. Hier kommt Taco, der Abenteurer schlechthin. Ob verlassene Orte oder wilde Fahrradtouren, Taco ist immer auf Entdeckungstour. Nebenbei ist er natürlich auch der attraktivste Urbexer weit und breit. Kein Wunder, dass ihn alle Frauen lieben. Wenn sie nicht gerade vor Geistern weglaufen, dann nämlich garantiert zu ihm. Geil, wie gerade die Beifahrerin mit dem Kopftuch geguckt hat. Bei seinen Radtouren hat er bereits bewiesen, dass er auch über seine Grenzen hinausgeht. Doch schafft er auch das beim Extreme Overnight? Der gute Taco, mein absoluter Lieblingstourenpartner, wenn es darum geht, mit Anzug und Krawatte durch Frankreich zu reisen und einfach nur geile Dinge zu erleben. Taco ist der Herzensmensch im Team und ich freue mich schon unglaublich, mit ihm zusammen die 48 Stunden im verlassenen Herrenhaus zu verbringen. So, und jetzt, Leute, kommt, glaube ich, der Moment, wo wahrscheinlich die meisten von euch drauf gewartet haben, denn wer hat denn jetzt letzten Endes die Wildcard bekommen? Ich habe ja schon gesagt, mir ist es wichtig, dass auch bei diesem Projekt wieder jemand von euch aus der Community Teil des Projektes wird. Einfach damit ihr jemanden habt, mit dem ihr euch identifizieren könnt. Jemand, der praktisch die Position der Community in dem Livestream-Event einnimmt. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum. Bühne auf für die Gewinnerin der Wildcard. Und dann haben wir Anni, unsere Wildcard. Mit einer absolut geisteskranken Bewerbung hat sie sich den Platz verdient. Sie hat alleine in einem Lost Place eine Geisterjagd hingelegt. Anni wird beim Extreme Overnight euch, die Community, vertreten. Ob sie auch bei diesem Format genauso furchtlos bleibt? Wir sind gespannt, was sie alles mitbringt, außer vielleicht ein paar Geistern aus ihrer letzten Geisterjagd. Ich muss wirklich sagen, absolut geisteskranke Bewerbung von Anni. Mega, mega gut und ich freue mich und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir mit ihr eine tolle Wildcard ausgewählt haben, beziehungsweise ihr ja in erster Linie. Dazu möchte ich nochmal sagen, ein riesen Dankeschön an alle Bewerber. Wir hatten so unglaublich geile Bewerbungen dabei. Ihr könnt euch auch gerne nochmal die Videos angucken auf meinem YouTube-Kanal dazu, wo wir auf die Bewerbungen reagiert haben. Wirklich geile Geschichten dabei, von einem Windgrat, wo drauf geklettert wurde, bis hin zu einem Solo-Overnight, Horror-Mutproben, Spinnen, die über den Körper gekrabbelt sind. Wirklich geile Nummern dabei. Deswegen nochmal ein riesen Dankeschön dafür. Aber jetzt freue ich mich auf das, was kommt. Nämlich, morgen ist es schon soweit. Der Extreme Overnight. Zusammen mit mir, Taco, Hubi, Abby, Luca und der guten Anni als Wildcard. Das sind die 6 Teilnehmer. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auf morgen. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder ab 16 Uhr im Livestream. Ich freue mich drauf. Ich sage Good Night in the Night. Ciao.